Ich fange mal diesen Teil des Videos mit einer Behauptung an. Wir hatten uns jetzt hier gerade mit allerlei Potenzgesetzen im einfachen Fall beschäftigt und haben gesehen, man kann sich das auseinanderdrieseln, um sich das Gesetz nochmal klar zu machen, um es bei anderen Dingen ganz eisekalt und stur anzuwenden. Stur, Mathe ist ja nur stures Schreiben. Zum Beispiel mit gebrochenem Exponenten, ne, 1,5 oder hoch 1,5 oder, indem man sagt, woher kommt denn das hoch minus und was bedeutet denn das? Woher es kommt, das hatten wir hier in diesem Teil klar gemacht. Und was es bedeutet? Es bedeutet, ich kann genauso mit den Potenzgesetzen arbeiten. 7 minus 9 ist minus 2, ist kein Problem. Hier sieht man, dass 2 hoch minus 2 1 durch 2 hoch 2 heißt. Und hier, selbst hier, muss ich dann ganz stur sein und sagen, minus 2 minus minus 3 ist genauso wie minus 2 plus 3 ist 2 hoch 1. Funktioniert also auf alle verschiedene Arten. Ich stelle jetzt aber mal eine Behauptung auf. Ich sage mal ganz einfach Folgendes. Und zwar, 20 hoch 0 ist 1. Wer kann mir das beweisen? Jetzt haben wir gerätselt. Ich mache mal was anderes draus. Ich sage mal, das ist 20 hoch 5 geteilt durch 20 hoch 5. Oder es könnte auch sein, 20 hoch 1 durch 20 hoch 1. Oder es könnte sein, 20 hoch 27 geteilt durch 20 hoch 27. Ahnt ihr, weshalb 20 hoch 0 rauskommt? Wenn ich nämlich die Potenzgesetze anwende und sage, hier in diesem Fall 5 minus 5 ist 0, dann kann die Basis 20 heißen, hoch 0 ist 1. Ich könnte auch sagen, 4 Millionen. Naja, ich schreibe es mal anders. 4 Millionen hoch 0 ist genauso 1, weil 4 Millionen geteilt durch 4 Millionen, wenn hier eine 1 steht und hier eine 1, die man sich so in diesem Fall denkt, oder eine hoch 10 oder 17, wenn ich die beiden Exponenten voneinander abziehe, dann heißt es etwas hoch 0, das ist 1. Das bloß nebenbei, kleinen Moment. Weitere Übungsaufgaben. Also wir merken uns grundsätzlich, x hoch 0 geht genauso. X hoch 0 ist 1. Etwas hoch 0. Hoch 0. Das heißt nicht Grad hier in diesem Fall. Ist 1. Nix hoch 0. Aber nicht 0 hoch 0. Ist 1. 0 hoch 0 geht deswegen nicht, weil ich dann, wenn ich das auseinanderdrisel, schreiben müsste. Moment. 0 hoch, meinetwegen 4, geteilt durch 0 hoch 4. Das kann ich zwar hinschreiben, aber es geht nicht. Hier oben geht's, das ist 0. Und hier unten entsteht auch eine 0, aber darf ich durch 0 teilen? Und damit sind wir angeschmiert. Also das ist nicht 1, ne? Das ist nicht 1. Das mache ich mal rot. Also das hier, das geht nicht. Aber ansonsten funktioniert's. Machen wir noch ein paar Übungen und zwar erstmal. Die hatten wir und dann geht gleich weiter. Und dann kommt eine andere. Hier gibt es noch eine Frage. Also 0 hoch 0 ist dann nicht definiert, muss man dann schreiben. Ne? Gut, genau. Guter Hinweis. Machen wir analog zu diesen Übungen jetzt noch ein paar andere Übungen. Also, wir nehmen mal einfach die Zahlen 2 hoch 7 und 2 hoch 9 und 2 hoch minus 2 und so weiter. Also, 2 hoch 7 mal 2 hoch minus 9. 5 hoch 3,5 mal 5 hoch minus 1,5. 6 hoch 1,5 mal 6 hoch 1 Drittel. 10 hoch 22 mal 10, ach Quatsch, ich sag das auch noch, 10 hoch minus 21. Macht mal. Richtig. Und wieder keine Brüche. Ne? Achtung, hier ein Halb und ein Drittel gleichnamig machen, sonst geht es nicht. Muss man eine Nebenrechnung machen. Hier ist es klar: 2 hoch 7 mal 2 hoch minus 9 ist 7 plus minus 9 ist minus 2. 2 hoch minus 2. Hier ist es 5 hoch 5. Ich hatte vorhin eine 4 hingeschrieben. Entschuldigung. Hier muss ich die. Hey, hey. Hier muss ich die Brüche gleichnamig machen, sonst geht es nicht. Das sind 3 Sechstel und 2 Sechstel sind 6 hoch 5 Sechstel.
Und hier gab es leises Irritieren. 22 plus minus 21 ist, ich kann auch sagen, 22 minus 21 ist 10 hoch 1. Also, wenn ich das so schreibe, sieht man das auch. Irgendwelche Fragen? Wir haben ja gerade ein Experiment überlegt, und zwar hier mit dieser 9 hoch 1/2. Wie könnte man das anders schreiben? Ich will nämlich auf was Besonderes hinaus, ich will aber noch nicht verraten, auf was. Wir haben uns Folgendes überlegt. 9 ist 3 mal 3, in Klammern hoch 1/2. Einverstanden? Noch klar? Mhm. 3 mal 3 ist 3 hoch 2. Einverstanden? In Klammern hoch 1/2. Das ist immer noch dasselbe. Richtig? Ja. Gut. Jetzt weiß ich aber, dass ich 2 mal 1/2 sagen muss. Das ist 3 hoch. 2 mal 1/2 ist 1. Also muss sein 9 hoch 1/2 gleich 3 hoch 1. Einverstanden? Moment, Moment, Moment. 125 hoch ein Drittel. Macht mal da was so draus hier. Hier haben wir bei 9 hoch 1/2 haben wir 3 mal 3 genommen für die 9. Und 125 hoch ein Drittel. Macht mal sowas Ähnliches draus wie eben. Hier funkelt es schon, und weil das schon funkelt, à la diesem Beispiel, bitte noch 36 hoch 1/2. Zermietzelt das mal genauso wie eben hier. Beziehungsweise 27 hoch ein Drittel. Beziehungsweise 32 hoch ein Fünftel. Und 256 hoch ein Viertel. Genau. Man ahnt das schon, dass es 6 hoch 1 ist hier. Warum? Weil ich hierzu sagen kann, das ist 6 hoch 2 hoch 1/2. 6 hoch 2, 6 mal 6 ist 36 hoch 1/2. Ist nichts anderes. Und das ergibt nun mal 6 hoch 1. Dann müsste das ergeben hier. Ja. 3 hoch 1, also 3. Das hoch 1 kann man sich ja schenken. Dann müsste das ergeben, 32 hoch 1 Fünftel. Kann man ausdrüsen hier. Das ist durch 2 teilbar, dann habe ich 2 mal 16. 16 kann ich auch durch 2 teilen. Das ist 2 hoch 5. 2 hoch 5 hoch 1 Fünftel ergibt also 2. 16 mal 16, und 16 ist wieder. Also muss das sein 4. Denn 4 mal 4 ist 16, mal 4 ist 64, mal 4 ist 256. Also hoch ein Viertel, dann gibt es 4 hoch 1. Und jetzt kam schon die Erkenntnis, bravo, das ist nichts anderes als die, man sagt, n-te Wurzel. Nicht von Nack-Nack, sondern n wie Zahl, Numerus. Also, folgende Erkenntnis. Wenn ich also schreibe, meinetwegen 25 hoch 1/2, dann könnte ich auch schreiben, das ist die Wurzel aus 25. Wenn ich nichts schreibe, dann steht hier eine stille 2. Wenn ich zum Beispiel schreibe 32 hoch 1 Fünftel, dann ist das nichts weiter als die fünfte Wurzel aus 32. Anders gesagt, 64 hoch 1/2 ist demzufolge die zweite Wurzel aus 64 und so weiter und so fort. Wie eben schon demonstriert. Oder hier die dritte Wurzel, das entspricht der dritten Wurzel. Schreibt man dann die 3 daran, von 125. Gewöhnt euch aber an, mit Exponenten zu arbeiten. Wer mit Exponenten gut umgehen kann, der kann sich diese blöde Wurzelei sparen. Man muss es aber wissen, was da passiert. Mit anderen Worten, wir haben durch die Exponentenschreibweise eine viel elegantere Möglichkeit, mit großen Zahlen umzugehen und mit Wurzelziehen umzugehen. Moment, hier gibt es Fragen. Die Klappe fiel und die Tauben sind weg. Jetzt verbinden wir mal noch was. Wenn ich also zum Beispiel schreibe, 25 hoch minus 1/2
Dann muss mich das nicht jucken, dann ist das okay. Das Minus bedeutet, es gerät unter den Bruchstrich. 1 durch Wurzel aus 25. Ich kann auch sagen, es ist ein Fünftel. Das bloß mal am Rande. Ich kann das auch hier anwenden, wenn hier zum Beispiel 32 hoch minus ein Fünftel steht. Dann kann ich sagen, naja gut, das ist genauso wie 1 durch die fünfte Wurzel von 32 aus 32. Und so weiter und so fort. Das bloß mal nebenbei. Üben kann man damit wunderbar. Setzen wir noch einen drauf. Vielleicht gelingt mir jetzt aus dem Stegreif noch eine Aufgabe und dann hören wir auf für heute. Ja, bleiben wir bei 32 hoch minus ein Fünftel mal 16 hoch 2. Macht das mal leichter, einfacher. 64 hoch 1,5 geteilt durch 32 hoch 1 Fünftel. Ist nur eine Schreiberei. Und 2 hoch 1,5 in Klammern hoch minus 2. Wie viel ist das? Also vorsichtig, hier habe ich unterschiedliche Basen. 32 und 16, das sind die Basen. Basis ist die Einzahl. Und ich muss das erstmal umschreiben. Ich muss mir folgenden Gedanken machen. 16 hoch 2 bleibt über dem Bruchstrich. Wegen des minus 1 Fünftel ist die fünfte Wurzel unter dem Bruchstrich zu schreiben. Aber das kann man immer noch aufdrieseln. 16 mal 16 kann man locker hinschreiben. Und hier unten schreibt man ganz einfach 2. Naja, dann wird einer rausgekürzt. Schwupp. 1 und 8. 8 mal 16. Wie kann man das rechnen? 8 mal 6, 48. 8 mal 1 ist 8 und 4 ist 1228. Und diesen 1x1-Test, ne, macht euch schon drauf gefasst, dass wir den machen. Das muss so schnell gehen wie eben. Auch hier darf man nicht einfach irgendwelche Exponenten voneinander abziehen. Das geht nicht. Aber wir wissen eins. Wurzel aus 64 ist 8. Und fünfte Wurzel aus 32 ist 2. Also 4. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. 2 mal minus... 1,5 mal minus 2 ist minus 1, also ist das 1,5. Ich kann auch sagen, 2 und minus 1 ist 1,5. Ich schreibe es nochmal anders. Erstmal, das ist wie 2 mal, und jetzt kommt, 1,5 mal minus 2. 1,5 mal minus 2 ist also 2 hoch 1, aber 2 hoch minus 1. Und das ist nun mal 1,5. Oder 0,5. Gut, meine Damen und Herren, noch Fragen dazu? Und damit ist dieses Video auch beendet. Schönen Feierabend!